Da drüben, in der Klippenwand. Siehst du den Torbogen? Sieht intakt aus. Kommst du mit? Bewegung tut gut. Wohl wahr. Was ist das hier? Keine Ahnung. Fraser, hier, schau. Was? Was ist denn? Affen. Du freust dich aber. Ich mag Affen. Was haben wir denn hier? Mal sehen. Bilde ich mir das ein, oder ist das eine Karte? Sieht wie unsere Karte aus. Ah. Das notiere ich mir. Interessant. Eine Art Häusserler-Andenken. Was ist mit den Symbolen da oben? Symbole? Da ist ein Schlitz. Genau die Größe eines Andenkens. Versuchen wir es. Es hat eine der Stellen auf der Karte gefüllt. Ja. Frag mich, was passiert, wenn wir alle finden. Sieh dir diesen Armreif an. Muss einer ihrer Königinnen gehört haben. Diese Figuren, das müssen die alten Häusaller-Könige sein. Insgesamt 11. Hilft uns das, den Stoßzahn zu bekommen? Glaube nicht, aber... Es bringt Geld. Okay. Okay. Komm schon, lass uns weitermachen. Hey, keine Anhalter. Oh, wie langweilig. Sollen wir uns die Sätze vollkatschen? Sieht gut aus. Riecht gut. Dann los. Vielleicht sind da drüben noch mehr Typen, hm? Hey, schau! Shivas Axt. Shiva. War der Gott der Zerstörung, stimmt's? Ja, aber wahrscheinlich nicht so, wie du denkst. Keine wörtliche Zerstörung? Genau, aber auf eine positivere Art, wie den Stolz, schlechte Gewohnheiten abzulegen. Alte Anhängsel loszuwerden. Genau. Damit sollte es klappen. Okay. Kommt. Lass uns
jetzt reingehen. Salah gegen den Tiger. Klingt nicht nach einem fairen Kampf. Salah hat gewonnen. Er hat seinen Guru beschützt und das Tier mit einem Schlag getötet. Wenn die Häuser Salah etwas beschützen, machen sie keine halben Sachen. Na los. Tja, und wieder was gelernt heute. Das wird nachher abgefragt. Okay? Ja, komm rein. Das Wasser ist sauber. Ich meine... Hier ist ihre Kletterausrüstung. Die werden uns noch nützlich sein. Ich korrigiere. Unsere Kletterausrüstung. Nein. Hallo, Jungs. Hätte ich noch für ein Weiches. Dann tauschen. Es gibt hier bestimmt jemanden, dem die Stiefel zu groß sind. Ich bin aber kleiner als die meisten Männer. Ich dachte, wir sprechen über deine Größe. Tun wir dir. Mist. Scheiße. Waffen in sichern! Bist du okay? Etwas taub, aber mir geht's gut. Gut. Weiter geht's. Oh je. Was zum Teufel ist das?
Finden wir früh genug raus. Okay, mal sehen, was passiert. Die Statue bewegt sich. Sehen wir mal, wie das funktioniert. Ich glaub's ja nicht. Das ist raffiniert. Oh Mist. Die Statue bewegt sich wieder. Axt verdroschen zu werden. Tut etwas weh. Hey, willst du es mal versuchen? Dafür zahlst du eindeutig zu wenig. Ich komme. Vorsicht mit der Axt! Habe ich dich erwischt? Nein. Oh, verdammt noch mal! Drei Statuen, jetzt mit zwei verschiedenen Symbolen. Ein Stern und Ringe. Das sind alles Häusaler Sonnensymbole, aber deine Beschreibung finde ich besser. Schön knapp. Nicht so einfach. Ich schaff's. Gut, geschafft. Komm hier rüber. Gut, bin direkt hinter dir. War klar, dass noch was kommt. Woher wusstest du das? Alle guten Dinge sind frei. Ah? Wirst schon sehen. Thank you.
frische Luft. Schön, wieder draußen zu sein. Riecht seltsam da drin. Tod. Es roch nach Tod. Ich dachte an Schimmel. Definitiv tot. Dann mal los. Das wird wohl ein Bild einer Axt. Gut geraten. Oh, das hier ist noch schwerer. Persönlich zu sehen, Shiva. Gut, drehen wir das Wasser auf. Wow, wow, was, wenn es diesmal anders ist? Vielleicht kommt Feuer oder so. Du verarschst mich doch. Aber sowas von. Geschafft? Mhm. Ich bin enttäuscht, dass es kein Feuer ist. Noch ein Wasserfall. Ja, das macht 2 von 3. Sie haben sich echt ins Zeug gelegt, um den Zahn zu verstecken. Tja, der Stoßzahn war das Symbol der Überlegenheit der Häusaler. Er repräsentierte ihren Reichtum und ihre Macht. Eine nette Trophäe für die Perser. Ja. Mein Dad dachte immer, dass der Stoßzahn noch eine größere Bedeutung hätte. Warte. Dein Dad war hinter dem Stoßzahn her? Oh, mein Dad war davon besessen. Er verbrachte Tag und Nacht mit seinen Forschungen. Unser ganzes Geld verschwendet für sinnlose Expeditionen. Kommt mir bekannt vor. Ach. Und was wurde daraus? Keine Ahnung. Er hat mich und meine Mom weggeschickt, meinte, es wäre nicht mehr sicher. Und so gingen wir nach Australien. Und jetzt stehe ich hier, direkt am Rand von Halebid. Irgendwie ziemlich witzig. Und das letzte Fort ruht im Seebett. Das ist also das mit dem Bogen. Australien? Hm. Das erklärt so einiges. Ja. Fraser klingt nicht besonders indisch. Meine Mutter hieß so. Gehen wir zurück zum Wagen. Abkürzungen sind immer gut. Zum Glück müssen wir nicht den gleichen Weg zurück. Ich hätte dir beim Ausweichen geholfen. Gibt jetzt mehr Sinn, dass Asaf den Stoßzahn sucht. Ich dachte, es ging ihm ums Geld. Einen Moment.
Gut. Und wir sprachen gerade worüber? Du sagtest was von Asaf und dem Stoßzahn. Ah ja. Ich dachte, es ging ihm ums Geld. So wie uns. Er wird damit die Leute auf seine Seite bringen. Ihn der Regierung vorführen. Genau wie all die Male zuvor. Das ist schon mal passiert? Oh ja. Seit der junge König gegen die Perser verlor. Jeder wollte ihn und dieses Land für sich beanspruchen. Und ich dachte, das hier sei eine ganz normale Schatzsuche. Ist es auch. Sollen Männer wie Asaf darum kämpfen. Nicht unser Problem. Ich habe eine Zeit lang in Kriegen gekämpft. Stimmt. Aber für Geld? Meistens. Wie als du für Asaf gearbeitet hast? Auf jeden Fall ein Taschengeld. Nicht wirklich den Ärger wert. Autsch. Warum hast du es gemacht? Wollt ihr mir einen Namen machen? Dachte, ich fange mit dem Schlimmsten an. Danach konnte es nur bergauf gehen. Schön hier draußen. Zum ersten Mal in Indien? Ja. Dieser Job hat nicht viele Vorteile. Aber man sieht was von der Welt. Wo warst du schon? Ach, wo war ich noch nicht? Was immer dir lieber ist. Naja, ich war noch nie in den Staaten. Echt jetzt? Die Sachen, nach denen ich suche, sind eher alt, oder? Die USA wurden erst vor ein paar hundert Jahren gegründet. Das stimmt. Was ist mit dir? Wo willst du mal hin? Island. Gute Wahl. Schön da. Es ist ruhig. Unberührt. Und ich will diese Nordlichter sehen. Ah, okay. Das steht auch auf meiner Löffelliste. Fahr doch hin, wenn wir hier fertig sind. Irgendwann. Hab vorher andere Dinge zu tun. Fraser? Wollen wir zusammen hochklettern? Ich halte nach Asafs Männern Ausschau. Hoch hinaus! Ganz ruhig. Alles gut da oben? Soweit, so gut. Gut gemacht. Hey, dir entgeht was. Hast geschafft.